Einen schönen guten Tag. In diesem Video werden wir Ihnen auf praktische Art und Weise zeigen, wie Sie einen Dymo Label Writer in Betrieb nehmen. Jetzt können Sie sagen, hey, ihr habt doch schon so ein Video. Ja, haben wir. Allerdings ist es für den Dymo Label Writer 400. Wenn Sie einen Dymo Label Writer 450 zum Beispiel haben, also das heißt keine 400er Serie, sondern eine 450er Serie, müssen Sie zwei Dinge beachten, damit das Ganze mit Fremdansteuerung, sprich mit Wabi Profi, funktioniert. Zum einen mal müssen Sie natürlich Ihren Dymo Label Writer installieren. Dazu gehen Sie auf die Dymo Label Seite globaldymo.com und gehen nun auf Support. Bei Support wählen Sie in der Combo Box, wenn diese sich irgendwann aktualisiert und gefüllt hat, weil es dauert ein bisschen. Bla bla bla. Na komm. Also verlieren Sie da nicht die Geduld, wenn Sie da draufklicken und nichts passiert ist, braucht halt. Ah, jetzt hat er das, okay. Dann wählen Sie Ihren Dymo Label Writer 450. Also wir haben jetzt hier die Serie 450 dastehen. So weit, so gut. So, nochmals, dieses Video richtet sich an alle, die keinen 400er haben, sondern eine 450er haben. Nun klicken Sie auf Software. Sie klicken auf Windows und installieren nun Ihren Dymo Label Writer mit eventuell den dementsprechenden Treibern, so dass Ihr Dymo Label Writer in Ihrer Systemsteuerung in Windows vorhanden und betriebsbereit ist. Das ist die Prämisse. Sie müssen natürlich schaffen, Ihren Dymo Label Writer zu installieren. Aber das sollten Sie eigentlich hinbringen, denn damit haben wir jetzt eigentlich nichts zu tun mit der Installation. Wir geben Ihnen lediglich Hilfe, Tipps und Tricks mit, wie Sie ihn in Betrieb nehmen. Also, wenn Sie es installiert haben, alles gut. Wenn er auch hier da ist, ist auch alles gut. Und wenn Sie Rechtsklick sagen und Druckereigenschaften, sollten Sie irgendwie hier Testseite drucken haben und dann sollte er ja eigentlich irgendwas ausdrucken. Wenn das funktioniert, dann können wir zum nächsten Schritt gehen. Dymo benötigt ein sogenanntes Add-in. Und dieses Add-in, also das heißt dieses Modul zur Fremdsteuerung, das müssen Sie oftmals mit installieren. Denn es ist nicht zwangsläufig und hundertprozentig garantiert, dass Dymo das bereits hier mit diesen zwei Installationen ausliefert. Deswegen sollten Sie hier auf Developer Aid gehen. Und Sie machen hier Folgendes. Sie sagen hier Windows Developer Kit for DSL 8.2. Sie installieren dieses Kit bitte auch. Was macht dieses Kit? Das zeige ich Ihnen. Ich öffne mal den Arbeitsplatz, gehe auf unseren Rechner und sage hier mal Programme und gehe auf Dymo. Sie haben dann ein weiteres Verzeichnis, das ist ja egal, das nennt sich Dymo Label 8 SEK und dann gehen Sie hier auf die Library, auf die Samples, auf die Low-Level Samples oder auf die High-Level Samples, gehen wir so, machen wir auf die .NET Samples und sagen mal VB Sample. Gehen auf Bin. Und hier finden wir diese Datei interopt-dymo.dll. Wenn diese Datei auf Ihrem System vorhanden und registriert ist, hat ein Fremdprogramm die Möglichkeit, über diese Datei mit der Dymo Label Writer Software zu sprechen. Zeige ich Ihnen gleich. Also installieren Sie dieses Developer Kit, das macht überhaupt nichts, dann haben Sie halt ein paar Kilobyte mehr auf Ihrer Festplatte, aber das ist ja egal, das ist nicht groß. Warum liefern wir das nicht mit aus? Ganz einfach, weil es von Dymo her ist und wir natürlich nicht wissen. Wenn Dymo hier an der Label Writer Software was verändert, dass es plötzlich die 9.3 gibt, dann kann es sein, dass diese Add-in-Datei auch eine andere sein muss, damit die Kommunikation funktioniert. Und deswegen, wenn Sie es von der Dymo-Seite installieren, dann sind Sie auf der sicheren Seite, damit die SDK, also diese Runtime, diese Add-in, zu Ihrer Software, also zu der Dymo Label Writer Software passt. Haben Sie es installiert, dann starten wir mal ganz optimistisch Wabi Profi 3. So, wo haben wir es? Hier, ich habe es schon mal gestartet, ich ziehe es jetzt mal rüber. Nun gehen wir auf Administration, Systemeinstellungen, wählen in der Karteikarte Hardware, Drucker, hier bei Adressetiketten zum Beispiel unseren Dymo aus. Wo haben wir ihn? Da, Dymo Label Writer 450. Und schließen das die Systemeinstellungen. Ich gehe jetzt ganz einfach in die Kunden und sage, ich brauche hier ein Etikett. Ich lasse das alles so stehen, ich dokumentiere das jetzt alles nicht. Und wir sind nun, das heißt, wenn dieses Fenster hier kommt, dann hat Wabi Profi 3 mit diesem Modul von Dymo sprechen können. Das heißt, Wabi hat gesagt, interopt Dymo DLL, ich brauche dich mal. So, und jetzt spricht Wabi mit dieser Datei von Dymo.
Das ist schon mal gut. Also das heißt, Wavi hat diese Instanz erstellen können. Wenn er sagt, hier, er findet ihren Dümel Level Writer Software nicht, dann hat die Kommunikation mit diesem Modul fehlgeschlagen oder dieses Modul ist nicht auf ihrem System oder dieses Modul ist nicht auf ihrem System registriert. Wenn das der Fall ist, installieren Sie bitte nochmal diese Developer Kit hier, diese Windows Developer Kit, dann installieren Sie bitte das nochmal, starten Ihren Rechner erneut und dann sollte es eigentlich funktionieren, denn dann ist dieses Modul in Ihrem System registriert. So, nun können wir auf Konfiguration gehen und hier ist es wichtig, dass Sie einfach mal testen, dass Sie sagen Variante 1 oder Variante 2. Was bedeutet das? Die Öffnungsvariante. Je nachdem, welche Softwareversion Sie haben, also das heißt die 7.8er Version Ihrer Dymo-Software oder die 8. noch was Version Ihrer Dymo-Software, ist die Ansteuerungssequenz, also das Sprechen mit diesem Modul, ein anderes. Sie mögen es mir bitte verzeihen, dass ich manches bildlich ausdrücke, aber ich kann nicht voraussetzen, dass jeder von Ihnen ein IT-Profi ist und ich muss halt versuchen, auch das manchmal etwas verständlicher auszudrücken für diejenigen, die unter Ihnen, die sagen, ich bin nur Anwender, ich will nur, dass das funktioniert. Okay? Also, einfach mal ein Häkchen setzen. Ich setze jetzt mal Variante 2 und ich sage hier Adresse oder Felder deklarieren. Wenn ich nun auf Adressetikett bearbeiten klicke und ist nichts passiert, bedeutet es, dass die Variante nicht mit der Öffnungsmethode übereinstimmt. So, kein Problem, dann gehen Sie hier auf Variante 1 verwenden. Nun sagen wir Felder deklarieren und gehen einfach mal hier und sagen, ich will jetzt ein Etikett haben und wähle ein Etikett aus und sage, ich will das nun bearbeiten. Jetzt sehen Sie, passiert irgendwas, das heißt die Dymo Label Writer Software hat sich nun geöffnet. Was ist jetzt im Hintergrund passiert? Wavi hat gesagt, Dymo, also du Dymo-Modul, das wir da vorhin schon mal hatten, du Dymo-Modul, ich brauche eine Instanz deiner Software und da öffnest du bitte das Etikett, das ich gerade ausgewählt habe, zur Bearbeitung, zur Modifikation, zur Erstellung. Ja? So, und alles läuft, wie gesagt, hier über dieses Modul. Interessant ist vielleicht an dieser Stelle noch Folgendes. Sie finden hier verschiedene, in dieser Liste verschiedene Dateitypen, eine LWL-Datei und eine .label-Datei. Was ist das? Das ist Dymo intern. Normalerweise ist es so, dass wenn Sie mit einer Softwareversion von Dymo arbeiten, zum Beispiel mit einer 7.8 Software, ja, also von der Dymo Label Writer Software an sich selber, ich öffne die nochmal für diejenigen, die unter Ihnen, die sagen, hey, was willst jetzt du von mir? Das heißt hier diese Dymo Software, wenn diese, wo haben wir es denn? Ja, genau, wenn es eine V7 Version ist, dann müssen Sie, so, wie macht man das jetzt wieder zu? Genau, man klickt da drauf. Dann müssen Sie mit den LWL-Dateien arbeiten. Ansonsten können Sie die .label-Dateien verwenden, wenn Ihre Dymo-Software eine V8-Version ist. So, das heißt, ich klicke hier drauf und sage nun Adressetikett bearbeiten. Und Sie sehen, dass auch hier Dymo wieder nun unser Etikett übernommen hat und es Ihnen zur Modifikation bereitstellt. Wenn wir zum Beispiel sagen, Sie haben ja die Möglichkeit zu sagen, hier zusammenfassen der Informationen auf ein Textfeld, das heißt, das ein großes Textfeld in Ihren Label-Editor, das Sie dann befüllen können. Oder Sie sagen, nee, ich will einzelne Felder haben, dann können Sie hier die dementsprechenden Textfelder bestimmen, wo was, also wo Wavi Profi 3 diesem Dymo-Etikett sagen sollen, wo was stehen soll. So, wenn wir sagen, hier einzelne Textfelder, dann müssen Sie die Label-Variante 2, glaube ich, verwenden. Versuchen wir es einfach mal und sagen, hier Adressetikett bearbeiten. Ah, das ist das einzelne Textfeld, also müssen wir die Variante 1 nehmen hier. Genau, jetzt haben Sie hier verschiedene Felder und diese Felder nimmt dann Wavi Profi her und füllt diese on the fly. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass die Informationen, die Sie in Wavi hinterlegen, hier, dass Sie sagen, hier dieser Platzhalter, Adresse, Ort, da steht dann die Postleitzahl oder der Ort drin, dass die natürlich in Ihrer Label-Software auch vorhanden sein muss. Ich klicke jetzt einfach mal auf das Textfeld und sage Eigenschaften, gehe auf Erweitert und nun sehen wir, dass der Objektname Adresse, Ort ist. Jetzt sollte es eigentlich klar sein, was macht Wavi Profi 3? Wavi Profi 3 nimmt das Etikett und sagt, hey, du Dymo-Software, also du Dymo-Add-In hier,
diese Datei. Nehmen wir mal das Etikett, das wir gerade offen haben, und ersetze mal nun Felder, also das heißt Werte. Der sagt hier, da wo die Adresse Ort ist, sagt Wabi, da sagt, gibst du ihn bitte zum Beispiel Schwandorf, München, Frankfurt oder sonst irgendwas. Hier bei dem Feld Adresse Straße setzt du die aktuelle Straße des markierten Kunden ein, zum Beispiel Musterweg 35. Und da wo Firma drin steht, da schreibst du halt rein, was weiß ich, Autohaus Müller. Und das passiert alles über diese Kommunikation. Das heißt, wenn Sie einzelne Felder verwenden, müssen Sie im Dymo-Etikett sicherstellen, damit diese Felder auch vorhanden sind. Beispiel, Rechtsklick-Eigenschaften, erweitert, hier steht der Name drin. Rechtsklick-Eigenschaften, erweitert, hier steht die Straße drin. Das heißt, sollten Sie sagen, nee, ich will, dass das so heißt, hier Straße 1, dann müssen Sie natürlich auch im Wabi sagen, hey, dieses Feld, dieses Austauschfeld, heißt hier Adresse Straße 1. Also das heißt, Wabi muss dem Dymo-Label sagen können, pass mal auf, die Felder Adresse Straße 1 ersetzt du jetzt mit Musterweg 5. Wenn Sie natürlich sagen, das heißt Adresse Straße 1 und Ihren Dymo-Etikett heißt das Feld Adresse Straße, dass es hier Adresse Straße 1 heißt und dem Wabi Adresse Straße nur, dann kann das nicht funktionieren. Das heißt, dann schlägt die Kommunikation fehl. Wie Sie Ihr Etikett letztendlich layouten, wie Sie Bilderchen einfügen und so weiter, das entnehmen Sie bitte Ihrer Dymo-Software hier, weil Wabi tauscht nur die Platzhalter aus. Das Designen und das Erstellen von Labels, das machen Sie allein im Dymo. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, auch für Ihre Geduld, weil das Etikett hat jetzt vielleicht ein kleines bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Aber ich hoffe, Ihnen damit helfen zu können, und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüss.